So, hier unten sind wir angekommen bei unserem Freund Altimer Weppen. Wozu so tief unter der Erde? Systembereit-Funktion wird aktiviert, ja. Tja, was jetzt wohl passiert? Das wirst du jetzt gleich sehen. So. Ah, Alarm wird ausgelöst. Ausgrabungsarbeiten wieder aufgenommen. Evakuierung angeordnet. Na toll, na toll, na toll. So. Die Steine schwingen. Die Luft ist stickig. So, und dann haben wir Ultima Weapon. Wir machen es mir jetzt so, dass ich hier nämlich auf jeden Fall eben Lager. Hat jemand dann eben gezogen. Eden entdeckt. Na also. Das ist wichtig. Eden ist wichtig. Alles andere ist egal. Jetzt können wir einen langen Kampf einstellen. Obwohl er auch 9999 Leben Maximum gab es Trophäe, haben wir jetzt nicht aufgenommen. Ich habe zwischendurch Probleme gehabt. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir diese ganzen Dampfeinheiten verkehrt machen, kann ich das nochmal erklären, dann brauche ich nämlich kein Video mehr dazu zu machen. Wenn Excel dabei ist, dann reicht es, wenn man auf jeder Ebene eine Dampfeinheit verbrauchen. Und dann kann man relaxed wieder speichern und nach unten laufen und gegen Altmar kämpfen. Wenn man Excel nicht dabei hat, dann sieht es so aus, dass man Ebene 1 4 Einheiten verbraucht, Ebene 2 2 Einheiten, Ebene 3 geht man erst nach links zur Dampfkammer, die öffnet man, das kostet 4 Einheiten, 5, 7 hinzu. Und eine wird verbraucht. Ebene 4, eine Einheit wird verbraucht. Ebene 5, auch eine Einheit. Ebene 6 heißt dann 4 Einheiten verbrauchen, um den Zugang zur Ausgrabungsstelle zu öffnen. Das heißt, der Weg zum stillen Ozean wird geöffnet. Dann kann man den ganzen Weg nach unten laufen. Und dann geht es so weiter, wie wir das hier von Anfang an gesehen haben. Knöpfchen drücken. Und dann erscheinen halt immer weg. Wenn man natürlich das mit dem ganzen Dampfgedöns ja auf dem Ebenen verkehrt macht, und ich habe das am Anfang verkehrt gemacht, dann hat man von dem ersten Speicherpunkt oben bis hier runter lauter mega schwere Kämpfe, Rubumdrachen, Stahlgiganten, der ganze Scheiß. Na, also das sind bestimmt 4, 5 Plattformen, die man noch tiefer runterlaufen muss. Und da kommen jedes Mal 3 Kämpfe und man hat dann 15 Kämpfe vielleicht mit einem Stahlgiganten-Duo, einem Rubrum-Drachen und so weiter. Das ist echt bitter. Das ist wirklich bitter. So. Wie gesagt, ich hatte kleine Probleme zwischendrin. Deswegen habe ich jetzt nur den Kampf mit Ultima Weapon. Was natürlich schade ist. Aber ich habe jetzt gesagt, wie das mit den Dampfeinheiten funktioniert.
Von daher ist kein Problem. Und ja, die Spezialtechniken, wir haben natürlich Kreuztaste rechts und die X-Taste halten wir gedrückt, dass immer eine Aktion ausgeführt wird. Bekommt nämlich Ultima Weapon zu keinem Angriff von mir. Können wir dann ja, locker besiegen, jetzt nicht, aber nach einer langen Zeit besiegen. Das Schwert sieht aber cool aus von Ultima Weapon. Erinnert mich ein bisschen an Cloud von Final Fantasy 7. Hat ja auch schon gebrochen gehabt. Und die Bahamut haben wir ja ein Video gemacht. Und dann geht's da raus. Ich würde mal wegfliegen, speichert. Dann erscheint ja der Speicherpunkt, nachdem man mit den Leuten im Kontrollzentrum von der Ragnaros geredet hat. Dann hat man einen Speicherpunkt. Da speichert man, geht nach unten und macht das mit den Ebenen und den Dampfeinheiten, so wie ich das gesagt habe. Und dann passiert da auch nichts. Am besten man nimmt statt Zerrinoa mit und hält sie an den Plan. Dann ist noch auf der sicheren Seite. Weil das war jetzt wirklich, ich habe jetzt trotz dreifacher Geschwindigkeit bestimmt eine Stunde gebraucht. Ich sich nicht, dass ich die ganzen Rufkunden tragen und stark dann durchgekämpft habe. Ja, dadurch ist ja, das Video abgekackt, weil ich ja nur eine Stunde Spielzeit habe pro Video. Da habe ich gleich dann gedacht, ich darf eigentlich wieder runter, hauen den weg und fertig. Also ich dann insgesamt dann 2 Stunden oder eine Stunde 40 unterwegs bin mit allem. Das war mir natürlich nicht bewusst. Und Ultima Weapon hier hat bestimmt 1 Million Leben. Ich weiß. Ich möchte jetzt auch nicht nachgucken. Das reicht, dass mir für Eden schon ins Kombinationsgriff hochgedacht haben. Das ist schon bitter. So. Hier ist ein Schlag. Erst geht. Er kennt sich aus. Excel. Macht er jetzt auch nicht. Macht das auch nicht so viel Schaden. Muss man sagen. Aber wie schon angedeutet. Je mehr Power wir haben, desto mehr Lebenspunkte haben die Gegner. Das ist halt einfach so, je höher unser Leben, desto höher das Leben der Gegner. Das hier kann jetzt auch eine ganze Weile dauern. Wir haben jetzt auch keinen Move, der jetzt ultimativ wäre. Nein, nein. Der Laserauge macht 400 Schaden gerade. Das ist bei den 1 Million HP schon echt wenig. Ich habe über 7 ausgedrückt. Da weiß man halt auch nie, was ist da jetzt halt immer werden? Unter oder das Obere? Ich denke mal, das ist ein Reittier. Wobei der ein Tier überhaupt ist, ne? Schon sehr seltsam. Ein Tier mit einem Körper obendrauf. Der ein Schwert trägt. Das ist schon sehr komisch. Wobei das Maul davon auch gar nichts macht. Man findet es ja auch nur Zierde. Also, man erzählt uns auch nicht, was mit ihm los ist. Aber gut, damit können wir leben. Wir haben natürlich auch noch Omega-Weapon im Spiel. Das
machen wir was zu einem anderen Zeitpunkt. Das war's. Ging, ne? War jetzt gar nicht mal so übel, wie ich gedacht hab. Ja, ist auf jeden Fall zu besiegen. Edenkarte, ganz klar. 100 AP ist schon ein Brett. Da lernt jeder was. Eden bestätigen. So. Und jetzt? Kann noch irgendwas drücken? Jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg wieder hochlaufen. Ich hoffe nicht, dass da irgendwelche Viecher kommen. Das ist nämlich der Weg, den laufen wir nämlich dann runter. Ich sage euch hier auf jeder Plattform 2-3 Kämpfer. Das ist zum Verzweifeln. Hier haben wir Triple. Hat jetzt niemand ausgerüstet. Von daher egal. So. So, hier geht es natürlich noch weiter nach oben. Komm schon, lauf. So, genau. Hier ist nämlich der letzte Speicherpunkt. Ab da wird es nämlich echt kritisch mit den Monstern, wenn man es falsch gemacht hat. Und hier ist unser Aufzug. Ich hoffe, der bringt uns ganz hoch. Natürlich nicht. Hier haben wir die ganzen Dampfregulatoren. So, laufen wir außen rum. 5. Da steht zwar 6. Ist das 6? 2. Hier ist nämlich 2. Hier haben wir nämlich hier rechts. Können wir nämlich die Dampfeinheiten einstellen. Wir müssen aber erst hier hin. An dieses Gerät. Auf Ebene, ja, in Ebene 2 geht es so, bis jetzt auf Ebene 3 sind wir jetzt. Da muss man mich erstmal hier die Dampfkammer öffnen. Ja, jetzt gehen wir zu 2 hoch. Und da geht es dann nach 1. An die Zauber ist gerade ausgerüstet. Okay, und hier geht es irgendwo nach oben. Ja. Hier müssen wir irgendwie nach oben klettern können. Da. So. Und hier haben wir einen Speicherpunkt. Den werde ich auch gleich benutzen. Und dann geht's weiter im nächsten Teil. Mit, keine Ahnung, Odin oder ein Tombori, irgendwas von dem. Dann wünsche ich euch was. Macht's gut.